RCV Kompakt zeigt Land und Leute am Mittwoch bei diesen Themen. Action und Pause in Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock. Ampeln und Gefahrenstellen, Verkehrseinschränkungen im Erzgebirge. Und Meilen und Stunden, Miniserie über Postmeilensäule in Schlettau. Glück auf, wir haben November, den Monat, wo man sich für gewöhnlich so langsam auf die langen Abende zu Hause einstellt. In diesem Jahr kommt der Lockdown noch dazu. Was tun daheim, allein? Haben Sie sich schon mal gefragt, woher die ganzen Witze kommen? Eine schöne Beschäftigung für den Kopf wäre es doch, unter die Witzeerfinder zu gehen und sich selbst mal einen solchen Spaß auszudenken. Es kommen sicherlich auch mal wieder geselligere Abende, an denen Sie Ihr Werk dann zum Besten geben können. Mit Blick auf die erste Meldung in unserem Nachrichtenüberblick habe ich jetzt schon mal einen Witz vom kleinen Fritz. Sagt der Vater, Fritzchen, zünde doch bitte den Christbaum an. Nach einer Weile ist von Fritzchen zu hören, Papa, die Kerzen auch? Pädagogisch wertvoll, wenn Sie mich fragen. Und als Feuerwehrmann eine Katastrophe. Der Erzgebirgswald grüßt die zukünftige Kulturhauptstadt Europas. Zum wiederholten Mal stammt der Weihnachtsbaum für den Chemnitzer Markt aus dem Forstbezirk Eibenstock. Die Wahl ist im Jahr 2020 auf eine etwa 20 Meter hohe Fichte aus dem Tal der Großen Bockau gefallen. Zu aktuellen Verkehrseinschränkungen in Schwarzenberg. Die Bauarbeiten auf der alten Bahnhofstraße im Ortsteil Grünstädtel werden noch bis zum 13. November dauern. Damit bleibt der Straßenabschnitt zwischen der Einmündung B101 und dem Landgasthof für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Auch die Vollsperrung auf der Lutherstraße im Stadtteil Neuwelt verlängert sich bis zum 13. November. Seit dem 2. November laufen in Pöhla Bauarbeiten zur weiteren Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Auftrag der Telekom. Hier machte sich eine Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr im Bereich des Schulplatzes erforderlich. Auf der Kleinpöhlaer Straße steht deshalb eine Ampel. Die Sperrung ist voraussichtlich bis 13. November notwendig. Die halbseitige Sperrung auf der Grünhainer Straße ist noch bis zum 6. November notwendig. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbeigeführt. In der Zeit vom 5. bis voraussichtlich 14. November wird in Drehbach eine Fahrbahnerneuerung auf der Hauptstraße durchgeführt. Gebaut wird unter Vollsperrung der S229 im Bereich der Hausnummern 132 bis 152. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Kosten für diese Baumaßnahme betragen rund 70.000 Euro. Vorsicht ist auf der Karl-Tetzner-Brücke über dem Schlemerbach im Kurpark Bad Schlema geboten. Ein Verkehrsschild macht auf eine Gefahrenstelle aufmerksam. Die soll bald der Vergangenheit angehören. Die Geh- und Radwegbrücke wird erneuert. Das wurde vom Stadtentwicklungsausschuss in Aue-Bad Schlema beschlossen. Realisiert werden soll die Baumaßnahme im Jahr 2021. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verdienst in Sachsen betrug 2018 brutto 30.820 Euro. Er stieg im Vergleich zu 2017 um 3,2%. Über dem sächsischen Pro-Kopf-Wert lagen die Verdienste der Arbeitnehmer mit Arbeitsplatz in den kreisfreien Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie im Landkreis Zwickau. Am niedrigsten waren die Bruttolöhne und Gehälter je Person 2018 mit 27.252 Euro im Erzgebirgskreis sowie im Landkreis Görlitz und im Vogtlandkreis. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Pro-Kopf-Verdienste in allen sächsischen Kreisen, wobei der Erzgebirgskreis mit einem Plus von 3,9% den höchsten Zuwachs verbuchte. Diese Zahlen hat jetzt das Statistische Landesamt veröffentlicht.
Auf der Homepage des Erzgebirgsvereins war am Mittwochmorgen die festliche Bekanntgabe des Erzgebirgischen Wortes des Jahres 2020 am kommenden Sonntag im Volkshaus Thum noch angekündigt. Dabei konnten Leser der Freien Presse am selben Tag lesen, dass sich die Veranstalter schon im Oktober wegen der ersten verschärften Corona-Auflagen entschlossen hatten, das Bühnenprogramm ohne Publikum aufzuzeichnen und es per Video Interessenten zugänglich zu machen. Nun habe man auch diesbezüglich schweren Herzens auf die Bremse drücken müssen. Die Veranstaltung wurde ins neue Jahr verschoben. Zwei Länder, 9 Gipfel, 4.400 Höhenmeter. Das ist das Dome Mirigwidi. In diesem Jahr verlief vieles anders. Die Saison startete verspätet am 8. Mai. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben einiges an Ideenreichtum gefordert. Am 1. November ist die diesjährige Saison erfolgreich zu Ende gegangen. Sowohl das Stoneman Mountainbike als auch der Stoneman Road, die Rennradvariante zwischen Altenberg und Oberwiesenthal, können auf die bisher erfolgreichste Saison aller Zeiten zurückblicken. Mit 5.126 offiziellen Fahrten konnte die MTB-Variante einen Zuwachs von 32% verzeichnen. Noch besser wurde das Angebot des Stoneman Road genutzt. Die nun über 310 Kilometer lange Alternativroute wurde als Herausforderung insgesamt 1.294 Mal offiziell bezwungen. Dies ist eine Steigerung von über 56% gegenüber dem Vorjahr. Der Beginn der nächsten Saison ist für den 30. April 2021 geplant. Eine 25-Jährige hatte der Polizei am Montag einen unbekannten Mann gemeldet, der in der Annaberger Innenstadt sexuelle Handlungen an seinem unbedeckten Geschlechtsteil vorgenommen und dieses vorbeilaufenden Passanten zur Schau gestellt haben soll. Nachdem die Beamten am Einsatzort eingetroffen waren, konnte der Mann gestellt werden. Der 38-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Exhibitionist aus dem Gewahrsam entlassen. Aus dem Erzgebirgsalmanach. Vor 15 Jahren lief in Johanngeorgenstadt der Abriss des Bergmagazins auf vollen Touren. Ein schmerzlicher Anblick für diejenigen, die sich zuvor für den Erhalt des historischen Gebäudes stark gemacht hatten. Das Bergmagazin gehörte zu den ältesten erhaltenen Gebäuden der Bergstadt. Es entstand von 1806 bis 1812 als Speicher, um die Bergleute mit Brotgetreide zu versorgen. Später wurde es als Wohnhaus genutzt. Das Gebäude stand bis Herbst 2005 an der Schwarzenberger Straße. Soweit der Nachrichtenüberblick. Da habe ich heute schon einen kurzen Witz erzählt, will ich damit auch weitermachen. Sagt der Steward zum Kapitän: Captain, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Was sollen wir mit dem machen? Werfen Sie ihn sofort über Bord. Und circa 10 Minuten später dann die Frage: Und was machen wir jetzt mit dem Hund? Ja, nach dem Witz haben Sie da ein Schiff vor Augen. Vielleicht ein Kreuzfahrtschiff. Auf große Reise können wir im Moment ja nicht gehen. Wir müssen seit dem 2. November sogar auf viele Freizeitangebote vor der eigenen Haustür verzichten. Das Wissen darüber zog am letzten Wochenende vor dem Lockdown an die frische Luft. In Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock war am letzten Oktobertag der Parkplatz gut gefüllt. Den Lockdown vor Augen wollten Familien noch einmal etwas Freizeitspaß haben. Heute war noch mal alles geöffnet, Sommerrodelbahn, Seilbahn, die Murmelbahn, unsere Mountaincarts. Also wir hatten noch mal voll Betrieb. Die Leute haben sich auch sehr, sehr gut benommen, muss man dazu sagen. Die haben überall ihren Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt, haben ihre Abstände gehalten. Da können wir uns überhaupt nicht beschweren, dass da irgendwas schief läuft. Und das ganze Gegenteil ist, die Leute sind sehr vernünftig und einsichtig. Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist die Anlage jetzt aber bis zum 30. November geschlossen. Das Betreiberteam nutzt die Zeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Schneekanone stand am Wochenende vor dem Lockdown schon am Hang. Zeit für ein kurzes Fazit. Wir haben eigentlich eine relativ gute Sommersaison gehabt, auch trotz Corona, weil viele Tagesgäste da waren aus der Region. Und jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht in den Winter, dass wir dann wirklich Mitte Dezember wieder mit ordentlichem Betrieb starten können, dass sich alles ein bisschen normalisiert.
Auch wenn Eibenstock eine Allwetterbobbahn hat, will man im Winter natürlich besonders mit einer offenen Skiarena am Adlerfelsen locken. Mit einer 650 Meter langen Skipiste samt bequemer neuer Sesselbahn, Doppelschlepplift und Snowboard-Funpark mit Rails und Kickern wird die perfekte Mischung für Groß und Klein versprochen. Hoffen wir, dass dann auch wieder Veranstaltungen stattfinden können und Freizeiteinrichtungen öffnen dürfen. Für viele im Tourismus tätige Erzgebirger ist der Winter die Hauptsaison im Jahr. Es ist echt eine schwierige Sendung heute, denn einmal damit angefangen, noch ein Witz über die Seefahrt. Eine junge Sekretärin war mal auf einer Kreuzfahrt, 5 Tage auf hoher See. Danach stand in ihrem Tagebuch: Montag, ich hatte die große Ehre gehabt, zum Abendessen an die Kapitänstafel gebeten zu werden. Dienstag, ich habe den Vormittag allein mit dem Kapitän auf der Brücke verbracht. Mittwoch, der Kapitän hat mir immer wieder Anträge gemacht, die eines Mannes von Welt unwürdig sind. Donnerstag, der Kapitän hat gedroht, er werde das ganze Schiff versenken, wenn ich nicht endlich nachgebe. Freitag, ich habe hunderten Menschen das Leben gerettet. Vom Wasser aufs Land zu unserer Miniserie über Postmeilensäulen. Die haben schon seit bald 300 Jahren Reisenden die Entfernung bis zum Ziel gezeigt. Postmeilensäulen im Erzgebirge. Keiner dieser Meilensteine gleicht einem anderen, allein schon wegen der Angaben darauf. Gut erhaltene bzw. restaurierte Postmeilensäulen sind im Erzgebirge an vielen Stellen zu finden. Auch vor dem Schloss Schlettau steht eine historische Postmeilensäule. Dahinter befindet sich das sehenswerte Reuterhaus. Die kursächsischen Postmeilensäulen wurden ab 1722 aufgestellt. Adam Friedrich Zürner hatte seinerzeit in Sachsen Poststraßen eingerichtet. Auftraggeber war kein geringerer wie Kurfürst August der Starke. Die Entfernung wird auf den Postmeilensäulen in Stunden angegeben. In der heute üblichen Maßeinheit ausgedrückt, eine Stunde entspricht etwa 4,5 Kilometer. 2,5 Stunden dauert es laut Schlettauer Postmeilensäule bis nach Grünhain. Dort wurde am 30. Juni 2011 in der Ortsmitte in der Nähe des Klosterteiches ein historischer Stationsstein aufgestellt. Das historische Zeugnis war im Rahmen der Straßenbaumaßnahme an der S270 entdeckt worden. Mit Unterstützung des Straßenbauamtes Plauen sowie der Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen konnte der Stein restauriert werden. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wer zum Abschied noch einen Witz erwartet, liegt falsch. Ich möchte aber noch betonen, dass die humoresken Floskeln in dieser Ausgabe von unserem Chefredakteur stammen. Mein Humor ist, na sagen wir, etwas anders, etwas derber. Es gibt von mir aber noch einen Spruch, der geht so: Der Herrgott gab den Männern Haare und sprach, es werde Licht. Und während Sie darüber noch nachdenken, sage ich Glück auf bis morgen mit der Gewissheit, dass er bei mir den Lichtschalter wohl nicht gefunden hat.